Moin moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Anno 1800 mit mir, dem Golden Time Gamer. Wir sind wieder oder immer noch alleine. Achso, ich muss ja hier die Häuser wieder zurücksetzen. Das habe ich gestern vergessen. Dodo meldet sich nicht, daher nehme ich nochmal eine Folge ohne ihn auf. Aber ich schätze mal, in der nächsten Folge werdet ihr dann wieder seine Sicht haben. Gibt es irgendwie eine Taste, womit ich diese Rückbausache direkt machen kann? Irgendwie ein Hotkey oder sowas? Gibt's leider nicht. Oder ich hab's übersehen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie welche Taste das ist. So, jetzt. Gestern hatte ich ja schon angesprochen, dass wir in der nächsten Folge, also in dieser, die ganzen Produktionen umbauen. Das heißt, wir werden uns gleich einzeln die ganzen Sachen hier schnecken und umbauen, so dass es eine Gruppierung ist, weil ausbauen müssen wir die Sachen ja nicht. Dann werde ich irgendwie einen Bereich Tiere machen und dann einen Bereich Felder und sowas. Mal gucken, vielleicht auch einen Bereich Produktion müssen wir mal sehen, weil viel Platz haben wir hier auch nicht, ne? Weil da müssen ja irgendwann noch ein paar mehr Häuser hin und die Produktion, was zumindest einzelne Sachen angeht, die werden ja dann später auf andere Inseln exportiert. Und die Sachen, die dort produziert werden, werden dann auf die Hauptinsel importiert. So erstmal die Erklärung. Ja, und die Fischereien wollte ich ja auch umbauen. Da muss ich mir auch nochmal was überlegen, ob ich die Fischereien dann hier an den Strand baue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann brauchen wir. Wir hatten ja nur vier Schweine, ne? Frage. Ich kann gleich mal bei Dodo gucken, wie die das da unten gemacht hatten. Weil die haben ja hier. Ah, okay, die haben das so gemacht. Die haben das auch alles nebeneinander gemacht. Aber das will. Gerade das will ich eigentlich nicht. Weil das ist Kacke. Ich will das sortiert haben. So, diese Freiräume sind halt doof. Können wir das so lassen? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schweine auch. Die Rinder muss ich noch hoch. So, jetzt haben wir Rinder, Schweine und Schafe. Mehr Tiere waren hier nicht, ne? Nee, das kann weg, das kann weg. Jetzt brauche ich Wolle. Die Wolle muss dann, die werde ich dann hier unten hinschmeißen. Guck dir an, wie viele Kartoffelfelder ich habe, ne? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann mache ich noch eine. Ey, das passt ja perfekt. Hatten wir nicht was für die. Ah ja, hier. Beeinflusst alle Nutzpflanzen. Nutzpflanzen. Sieht zwar ein bisschen beschissen aus, aber das passt schon. Alle Tiere, so. Die sind jetzt bei plus 10%. Alle, außer ein Kuhstall, aber das ist nicht allzu. Ah, da guck mal, da oben sind ja noch mehr Kuhställe und Schafe. Jetzt müssen wir mal mit einem Schiff. Oh, ich kann Zement kaufen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Weizenfelder. Das sollte doch reichen. Wenn wir nur zwei Mühlen betreiben und zwei von denen. Es war ein bisschen wenig für die Bierbrauerei. Aber damit müssen die jetzt erstmal leben. Kannst du bitte wieder hoch? Ah, guck mal, das stabilisiert sich ganz langsam. Ich hoffe, das geht weiterhin so gut. Schokolade wird jetzt auch wieder hergestellt. Oder wird jetzt hergestellt durch die Bäckerei. Das steht da so kacke, weil eigentlich brauche ich ja die Häuser zum Geld und sowas. Weil die bringen mit am meisten. Der kauft auch teuer Bier an. 1040. Aber ich verkaufe hier ja nur rum. Oder könnte hier nur rumverkaufen. Der bringt Rum und Schokolade. Von wo holt er denn die Schokolade überhaupt? Ach, der kauft da die Schokolade. So. Haben wir mal ein paar Sachen hier zum Verkaufen reingestellt. Aber das hier nimmt halt trotzdem noch ab. Obwohl das gar nicht so aussieht, als würde das abnehmen. Wir haben drei davon, also auch sechs von den Herstellungssachen. Hier stellt aber auch langsam her, ne? Wenn ich das später verkaufen will, dann muss das schon ein bisschen schneller gehen. Lieber noch zwei hin und kann die später abreißen. So, warum nehmt ihr ab? Das heißt, ich werde noch ein paar Kühe hinstellen. Die stellen das jetzt hier sehr verwirrt hin. So, die Fischereien werde ich dann in nächste Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö.